Aber schön, Alter, jetzt wird rasiert, ey. War aber schön, wie du auf Internet jetzt gestellt hattest, letztes Rennen. Alter, ich muss jetzt echt aufpassen mit meinen Augen, ne? Also, ich glaube, die Symbole sind echt halt ein bisschen kleiner geworden. Ja, vor allem, das Lustige ist auch, als du in den Zweikampf mit Apex hast, hat er gesagt, so noch zwei Runden, dann ziehen wir den Intermediates auf. Ja, das habe ich auch im Nachhinein gehört, ne? Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ob ich mir im Rennen gedacht habe, das musst du doch ändern, oder ob ich da gar nichts gedacht habe. Alter, jetzt fahren sie alle raus und ich bin doch wieder ganz kurz dabei. Ja, und da stehen sie mitten auf der Strecke, Alter. Habe ich gesehen, würde was dazu fallen. Die Runde ist für den Arsch. Wie sie aus der Box gefahren sind, scheiße, am Rand geteert, man bleibt einfach auf der Boxenlinie. Und das war jetzt auch unnötig. Ich weiß, du kannst auf der Strecke fahren, weil teer ist. Kann fahren. Die neue Runde kann ich schnell wieder abbrechen. So, weg mit zweiten Kurve. Weil ja meinten, wieder irgendwelche Schilder wegfahren zu müssen. Das kannst du vergessen, ey. Die standen alle so scheiße. Ich setze dich erstmal zwischen Hossi und Bert, die beide von Untersoften gefahren sind, während ich meine Runde auf Supersoften gelegt habe. Die Runde kann ich schon gleich wieder abbrechen. Dann kann ich was beschleunigen. Ah ja, ich sehe getroffen. Ja, kannst vergessen. Oder ist das ein Lenkrad? Ich hab mit dem Lenkrad, ich hab dieses gemacht von wegen stark einlenken und einfach Gas geben. Dass du so nach vorne geschoben wirst, obwohl du lenkst. Die Reifen aufzuwehren. Weil, dieses Quietsch nutzt sich irgendwie an. Entweder als ob jemand niest oder ob da so ein kleiner Hund. Ja, genau. Oder ob da so ein kleiner Hund ist. Du wirst es dann ja in den Videos sehen. Sehen. Ja, wie ich lenke. Wow, Malte. Ganz toll. Alter, ich seh's schon auf der Strecke, ey. Ihr seid so Helden, ey. Das Lustige ist, ich darf noch fahren. Was hat er gemacht? Der ist in der Schikane, hat sich Malte gedreht und wird quer vors Auto gezogen. Und ich bin halt reingefahren, ne? So, aber ich darf jetzt noch zu Ende fahren. Ja, nicht. Dafür habe ich was. Der Malte steht ja hinter mir. Ja, nee, der steht, nee, auf, steht auf 17. Doch, der Hossi steht ebenfalls. Der Hossi steht hinter dir und dein ist Malte. 15 und 17 bei Renault. Ich stehe auf 18. So. Das ist halt wirklich lustig so, dass ich nicht in die Startaufstellung zurückgesetzt wurde, wo ich eigentlich Malte reingehe. Heute beginnt eine neue Ära. Heute werden wir gewinnen, Alter. Oh, weil ich einen ganz schlechten Start gehabt. Ich kann nicht, weil Guardian nicht blockiert und dann der Manual da kommt. So, ich sollte erstmal von Fehler aufpassen.
Ja, wir haben uns. Setup, was auf Top Speed aus ist, ey. Wow, danke Manuel. Ja, Frontwing repairen bitte. Vorbei. Mal gucken, vielleicht stelle ich es gleich wieder aus, dass er den Computer gar nicht reparieren soll. Weil gefühlt ist jetzt meine Aerodynamic Stability viel, viel besser, weil ich jetzt davon viel Schaden habe. Das ist strange. Ja, aber das Auto ist halt nicht mehr so. Wie soll man sagen? Das ist halt nicht mehr so leicht. Sondern das klebt jetzt halt mehr auf der Strecke. Erstmal CD-Track damit selber. Muss ich ja echt nicht sogar sagen, danke Manuel. Dass du mich einfach vor die Karre gezogen bist. Ohne Spaß, ich schalte erstmal jetzt aus. Wie sollen wir denn vom Film nicht wechseln?
bremst der Geile denn so früh? Ich bin übrigens P8 mittlerweile. Ich hätte auch weiter vorne sein können, aber Darius hat einen abgeschossen und ich musste den Umweg fahren. Ja, ich hab gesehen, den Bein saus in die Box gefahren. Kaldi und Kenobi haben mir gerade über eine Sekunde gekostet hier. Nehmen wir einfach beide. Ha, da überholen wir Nöber. Highlights. Ich bin jetzt eingelegt. Doch, ich wechsle den einfach. Das ist 3 Sekunden Strafe? Ich? Nicht. Ein Witz. Die Streckenbegrenzung. Also langsam habe ich jetzt nämlich doch das Gefühl, dass man von Abtrieb fehlt. Dass wir die Reifen einbrechen. Das ist halt schon eine Zeitsprache. Ja, dann rechnen jetzt halt die Reifen ein. Das ist ein weniger Problem. In Deutschland kein Abtrieb mehr. Jetzt echt zu zweit durch in die Probe. Let's go. Hat sich abgeschossen, ist natürlich blöd. Ja doch, ich brauche den neuen Frontflügel. Und abgenutzten Reifen ist das zu krass. Ja, mein Fehler. Ist gut. Läuft das nicht? Wow. Das ist aber mir noch ziemlich lang gerade ausgefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob, nicht, ob ich daran schuld habe, dass er sich auch noch gedreht hat. Das kann ich nicht sagen. Aber wenn ja, ist es mein Fehler. Ich glaube, meinte Waschen, aber ich sollte dann liegen wegen der 14 Runden auf den Supersoften. Sven hier, aber meinte schon in der Box? Alter, Darius, was fährst du denn vom Flügel? 1-1 oder was? Positiv vor 2 Runden. Scheiße. So, Manuel, du bist mir. Junge! Was passiert?
Manu ist mitten drauf gefahren. Ich hab keine Kontrolle mehr über den Heck. Kannst du auch vielleicht nochmal auf den Jungen. Schade, damit werde ich wohl auch Malte nicht mehr kriegen. Da hat Manuel jetzt gute Rückendeckung gegeben. Das ist jetzt ärgerlich. Ja. Frontflügel wieder orange. Durch. Ich war im Zweikampf mit Yannick, hab Bremspunkt normal gewählt gegen Yannick. So, und keine Ahnung, der Force India war irgendwie eine halbe, dreiviertel Sekunde vor uns und der ist dann halt einfach vorgezogen, während ich noch versucht habe, das Auto zu fangen. Potenziell, vielleicht wieder mein Fehler. Genauso wenig, wie er nicht nach hinten geguckt hat. Naja, fahren wir wieder in die Box, ne? 0,9. 1,8 Sekunden gut gemacht, knapp. Wo ist halt Manuel halt nochmal? Glaube ich ja nicht schon zweimal dieses Rennen. War sehr schöner Kampf, Manuel. Sehr schöner Kampf. Hast du mir echt nicht einfach gemacht. Gut verteidigt. Ich glaube, It's Not My Day kommt aufs Podium, kann man sagen. Weiß nicht, aber es ist ein gefährliches Rennen. Jetzt sind wir vom Start hin. Ey, Manuel hat auch mit 6 Sekunden Zeitstrafe gehabt. Mein Glück, nicht letzter geworden. Conny hat keinen Sprit mehr. Glaube ich. Conny hat das, glaube ich, das gerade das Podium verloren, weil er keinen Sprit mehr hatte. Und ja, zum Weiter wurde Zweiter. Und wuhu, wir holen Punkte. Glückwunsch. Sauber gemacht, Ruben. Glückwunsch zum 7. Platz. 6. Nice, weil das eine Pfeife ist. Ich wollte es gerade sagen, ey. Ich dachte mir, der kann doch nicht so krass schöner gewesen sein. Ah, Malte, ey. Heute hätte ich meinen Freund in dir gehabt, aber Manuel hat ihn rausgezogen. Bin die Coupé 16?
Glaubst du, hat sich bei dem richtig gelohnt, Walter? Hm, der Lars! Nur 700stel! Ein Zehntel! Hm. Das ist ein scheiß gebrauchter Tag, ey. Mann. Malte wird sogar noch Zehnter. Was die wieder für Dinger hatten hier. Ich weiß nicht, aber meine 1.32.2 hätte zur nicht zur schnellsten Stelle. Doch, 1.32.224 war schneller als Palli. Ich hätte die schnellste Rennrunde gehabt, hätte ich Nico nicht so einen Mist gemacht heute. Fuck. It slipped through my fingers. Naja.